Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank, schön, dass Sie dabei sind bei dieser Sendung. Dankeschön. Wir Deutschen, wir haben es gerne sicher. Es gibt in diesem Land mehr Lebensversicherungen als Lebende. 90 Millionen Verträge wurden abgeschlossen in der Hoffnung, was Vernünftiges zu machen, um zum Beispiel im Alter nicht zu verarmen. Schließlich haben wir es von der Politik ja oft genug gehört, Privatvorsorgen ist erste Bürgerpflicht. Dann kamen die Nullzinsen und mit ihnen die oft existenzbedrohende Frage, was tun, wenn die Auszahlungen weit hinter den Versprechungen zurückfallen? Lohnen sich solche Verträge überhaupt noch und haben Insider recht, die sogar vor einem Crash der Lebensversicherer waren? Und vor allem die Frage nach der Alternative. Gibt es da bessere, sichere Möglichkeiten fürs Alter vorzusorgen? Hart aber fair mit diesen Gästen. Sven Enger, der ehemalige Versicherungsmanager, warnt. Das Geschäftsmodell Lebensversicherung wird kollabieren. Ersparnisse gehen verloren, vielen droht die Altersarmut. Mein Rat, raus aus der Lebensversicherung und retten, was zu retten ist. Peter Schwark, der Geschäftsführer des Versicherungsverbands GdV, stellt klar, das ist unverantwortliche Panikmache. Die Lebensversicherer können alle Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden erfüllen, heute und in Zukunft. Anja Kohl, die ARD-Börsenexpertin, sagt, die Lebensversicherungsbranche ist in der Tat schwer angeschlagen. Deshalb würde ich heute niemals mehr eine Lebensversicherung abschließen. Aber bestehende Verträge zu kündigen, ist der falsche Weg. Ralf Brinkhaus, der stellvertretende CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende, sagt, eine Lebensversicherung hat auch mit Vertrauen zu tun. Wenn die Versicherer jetzt Millionen Altverträge an Investoren verscherbeln wollen, werden wir ihnen ganz genau auf die Finger schauen und notfalls eingreifen. Ulrich Schneider, der Chef des Sozialverbands Der Paritätische, ist überzeugt, Vertrauen kann man nur der gesetzlichen Rente. Diese sollten wir stärken und die private Altersvorsorge abschaffen. Nur das sorgt für Sicherheit im Alter. Viele Kunden von Lebensversicherungen erleben zurzeit eine böse Überraschung. Die Verträge kommen zur Auszahlung und dann gucken sie auf die Zahlen und sagen, huch, war da nicht viel mehr im Gespräch? Ja, es war mehr im Gespräch, aber eben nicht garantiert. Das ist die Sache mit dem Kleingedruckten. Werner Nolden hat einen klassischen Fehler gemacht. Bei seiner Kapitallebensversicherung vertraute er über Jahre auf das bestmögliche Ergebnis. Eine Auszahlungssumme von 35.000 Euro. Die Laufzeit 25 Jahre. Bekommen soll er aber in 2 Jahren bei Auszahlung nur noch 21.000 Euro. In Zahlen ausgedrückt fehlen 14.000 Euro gegenüber den Versprechungen. Und das Risiko, dass sie mir fehlen, wie es dazu kam, trägt der Kunde, sprich ich alleine. Und nicht die Versicherung. Der Fehler des 67-jährigen Rentners war, er hatte sich immer auch auf die nicht garantierten Gewinnanteile in der jährlichen Wertentwicklung seiner Versicherung verlassen. Und genau diese Gewinnanteile sind in den vergangenen Jahren weggeschmolzen. Der betroffene Versicherungskonzern ERGO teilt auf Hart aber fair Anfrage mit, Aussagen zur möglichen finanziellen Entwicklung einer Lebensversicherung sind immer unverbindlich. Wir alle haben es seit einem Jahrzehnt weltweit mit niedrigen Zinsen, teilweise sogar unter 0% zu tun. Dieser Umstand hat die Entwicklung jeder Geldanlage massiv beeinflusst. Werner Nolden aber fühlt sich über diese Risiken schlecht beraten und ist enttäuscht. Man kassiert die Prämie und hinterher sagt man, ach, das tut uns aber leid. Der Topf ist leer. Ja, wir haben so vollmundig gesagt, Werner Nolden hat den Fehler gemacht, aber stimmt das eigentlich? Die Frage geht an Kerstin Becker-Eiselin, sie ist Rechtsanwältin und Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale in Hamburg. War er tatsächlich derjenige, der den Fehler gemacht hat oder diejenigen, die vollmundig versprochen haben?
Lebensversicherungen werden in der Regel, jedenfalls wird uns das so berichtet, mit sehr großen Versprechungen verkauft und vermittelt. Das heißt, es werden immer Prognosen für den entsprechenden Verbraucher in Aussicht gestellt, die aber eben nur Prognosen sind. Und es wird nicht gesagt, was tatsächlich als garantierte Summe im Vertrag steht. Sie haben diesen Vertrag geprüft. Wie viel Rendite bekommt Herr Nolden nach 25 Jahren raus? Etwas über 1% Rendite kommt bei diesem Vertrag raus. Und das ist natürlich bitter wenig, wenn man sich überlegt, dass dieser Vertrag 1995 abgeschlossen worden ist. Da steht was von einem Garantiezins drin von 3,5%. Mhm. Was heißt eigentlich Garantiezins, wenn man den so locker unterschreiten kann? Also Garantiezins, ist das Wort schon, ich sage mal, eine Nebelkerze, weil das nicht garantiert ist. Es ist ein Höchstrechnungszins, das heißt, mehr dürfen die Versicherer garantiert nicht versprechen. Das Zweite ist, jetzt habe ich mich vertüdelt. Kein Problem, mal. Die Frage des Garantiezins ist, was ist denn da garantiert, welcher Anteil? Da ist der Teil, der in dem Vertrag nur den Sparanteil betrifft. Mhm. Das heißt, wenn Sie sich mal eine Lebensversicherung sehr schematisch vorstellen, dann könnte man sagen, es gibt einen Sparanteil, einen Kostenanteil und einen Risikoanteil. Risikoanteil deshalb, weil dieses Produkt heißt Lebensversicherung und es ist das Risiko Leben versichert. Und erst wenn dieser Kostenanteil bezahlt ist, was dann noch übrig bleibt, das geht überhaupt nur in diesen Sparanteil. Darf man dann eigentlich, wenn man realistisch ist, auf diesen Überschussanteil gar nicht hoffen? Muss man das einfach überlesen und gleich mal wegschieben? Naja, es wird mit einem Sternchen versprochen, ja. Also das steht nie wirklich ganz oben drauf, sondern es steht unten drunter. Dazu kommen die Überschüsse und dann gibt es da ein Sternchen und dann steht unten drunter kleingedruckt, das bekommen Sie vielleicht eventuell möglicherweise, wenn die Versicherer so weiter wirtschaften, wie sie das bisher getan haben, wenn die Sterbetafeln so weiter eingehalten werden und der Zinssatz sich weiter so entwickelt und so weiter. Die prognostizierte Auszahlung und das, was er bekommt, da liegen 40% dazwischen, 40% Reduzierung. Ja? Jetzt können die Versicherer natürlich sagen, ja, mein Gott, die Zinspolitik, die machen wir nicht. Es gibt kein Geld mehr auf angelegtes Geld. Geht das bei Ihnen als Entschuldigung durch? Naja, die Versicherer haben irgendwann mal was versprochen. Das sind Verträge, die sind einzuhalten. Und das ist insofern unfair, weil den Verbrauchern was anderes versprochen wird. Die werden nicht so verkauft, diese Produkte, sondern es wird erzählt, ihr bekommt XY am Ende raus. Also in den 70er Jahren sagte man, so eine Versicherung wird sich innerhalb von 30 Tagen locker mal verdoppeln. 30 Jahren, ja. Ja, und diese ist hier nun nicht ganz so lang gelaufen, aber dennoch ist das natürlich sehr bitter, das Ergebnis. Frau Becker-Eisen, Sie stehen uns weiter zur Verfügung. Ich gehe hier mal in die Runde und nehme mal das, was Sie gesagt haben und auch die Klage von Herrn Nolden, dem das passiert ist, mit Herr Schwag. Sie haben das Vergnügen, die Versicherungswirtschaft hier zu vertreten in dieser Runde. Herr Nolden hat gesagt, ich fühle mich ungerecht behandelt, weil das volle Risiko habe ich. Die Versicherung, die hat die Prämie mitgenommen, die Verwaltungskosten mitgenommen. Der Mensch, der sie mir verkauft hat, hat seine Provision bekommen und ich bleibe jetzt auf dem Malheur sitzen. Ich kann verstehen, dass Herr Nolden unzufrieden ist. Wir sind auch unzufrieden. Und wir sind unzufrieden mit der gegenwärtigen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, die das Zinsniveau auf unter 0% getrieben hat. Das macht es uns natürlich schwierig bis unmöglich, entsprechend rentabel anzulegen, wie das zum Beispiel in den 90er Jahren der Fall war. Und da müssen wir mal zurückdenken an diese Zeit, als der Vertrag abgeschlossen worden ist, 1995, da waren die Zinsen bei 7 bis 8%. Da war das, was hochgerechnet worden ist, ich spreche nicht von Prognose, durchaus realistisch. Aber es kam danach doch eine deutliche Veränderung. Wir haben die erste Jahrhundertkrise im Aktienmarkt erlebt um 2000, 2001, die sogenannte Dotcom-Krise. Dann gab es die Euro-Krise und dann gab es die Intervention der Europäischen Zentralbank, an der wir erstmal hier nichts ändern können. Trotzdem muss man sehen, wir haben immer noch 3,5% ungefähr in der Verzinsung unserer Kapitalanlagen. Das muss man erstmal schaffen. Und die Kapitalanlagen, die wir für die Kunden verzinsen, machen wir derzeit günstiger, als Sie das anderswo anlegen könnten. Das muss man hier auch sehen. Was den Garantiezins anbetrifft, weil der auch angesprochen worden ist, Versicherer werben in der Regel nicht mit Garantiezinsen, sondern mit garantierten Leistungen. In dem Fall von Herrn Nolden muss man sehen, er hat ja auch einen Risikoschutz gehabt. Der Todesfallschutz, wir haben gesehen, der Herr ist schon etwas älter, der kostet natürlich auch Geld und ist ein Teil der Leistung, den man auf die Rendite noch oben drauf rechnen muss.
Als er die Versicherung abgeschlossen hat, war er noch etwas jünger. Und ist aber ein wertvoller Hinweis natürlich, dass man für diesen Lebensschutz oder für den Todesfallschutz, der ja oft den Sinn hat, dass dann die Angehörigen nicht auf Schulden sitzen bleiben, wenn es zum Beispiel um eine Immobilie geht, dass der mitbezahlt werden muss. Herr Enger, Sie sind selbst lange im Versicherungsgeschäft gewesen als Vorstand, haben Lebensversicherungen verkauft an verantwortlicher Stelle. Sind diese Lebensversicherungen, so wie das Herr Schwag gerade geschildert hat, ein Schönwetterprodukt, wo man, wenn alles super läuft und riesige Zinsen bezahlt werden, gerne Versprechungen macht, aber sobald es ein bisschen reinregnet, Krisen sind ja jetzt nichts Außergewöhnliches in dieser Finanzwelt, dann läuft es nicht mehr. Den Eindruck kann man gewinnen, wenn man von draußen hereinschaut. Und man sieht ja auch Ihr einleitendes Gespräch, wie schwierig es ist, das Produkt der Lebensversicherung zu erklären. Und das, was ich ja auch in meinem Buch sage, wo ich in erster Linie immer darauf hinweise, ist so, das, was die Menschen nicht verstehen, aber aus Ihrer Einleitung ja auch gesagt, abschließen, weil sie halt der festen Überzeugung sind, an der Stelle bin ich dann sicher, ist dann in Anführungsstrichen schwierig, wenn ich in Situationen gerate, wo dann die zum Beispiel die Zinspolitik dann nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Gleichwohl ist das, was gerade gesagt wurde, aus meiner Sicht auch nur die halbe Wahrheit. Denn zum Beispiel das Thema Demografie, also es werden immer mehr Menschen, kommen immer mehr in das Rentenalter und benötigen eben entsprechend finanzielle Unterstützung beziehungsweise haben für das Alter ja vorgesorgt und bekommen dann nicht mehr die Zahlung heraus, die sie sich vorgestellt haben. Und eben aber auch zum Beispiel, dass wenn das Unternehmen selbst nicht in der Lage ist, seine eigenen Kostenquoten in den Griff zu bekommen, sprich damit die Rendite für den Kunden wieder zu erhöhen, auch dann habe ich ein Problem als Kunde, was ich von außen nicht verstehen kann. Und von daher kann ich die Enttäuschung bei Kunden durchaus nachvollziehen. Herr Brinkhaus, Sie sind der Finanzexperte der Union und wir können es im Schlaf nachbeten. Wir hören immer wieder, die normale Rentenversicherung ist schön und gut, aber wer nicht privat vorsorgt, darf sich dann später nicht beklagen. Wenn Sie jetzt sehen, was so ein Herr Nolden erzählt, wenn er sich das anschaut, gerät dann das ganze System in Gefahr, an Glaubwürdigkeit zu verlieren? Also erstmal sind wir in der Politik so weit, und das ist gut, dass wir sagen, die tragende Säule bleibt immer die erste Säule, das heißt die gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir gesagt, darauf setzen wir betriebliche Altersversorgung und private Altersvorsorge. Aber ganz, ganz wichtig ist die erste Säule, die gesetzliche Rentenversicherung. Und deswegen, wenn Sie sich zum Beispiel das Sondierungspapier zwischen CDU, CSU und SPD angucken, steht da auch ganz viel über gesetzliche Rente drin. Das ist auch gut so. Und jetzt kommen wir zu der anderen Sache, nämlich zu der privaten Vorsorge und auch zu der betrieblichen Altersvorsorge, wo wir sagen, ja, wenn Sie Ihren Lebensstandard halten wollen, dann müssen Sie wahrscheinlich auch noch eine Schippe drauflegen. Und da gab es jetzt natürlich Enttäuschungen. Ich möchte Ihnen aber, Herr Schwag, in einer Sache widersprechen. Natürlich ist es so, dass der Zins niedrig war. Und da kann man die EZB auch für verantwortlich machen. Niedrige Zinsen haben auch andere. Da müssen die Bausparkassen mitleben, da müssen die Banken mitleben. Aber ich glaube, ein Kernpunkt, und Herr Eigen hat das auch in seinem Buch beschrieben, ist, dass nicht alle, und das ist mir ganz, ganz wichtig, aber zu viele Versicherungen einfach auch schlecht kommuniziert haben und unter falschen Voraussetzungen auch teilweise verkauft haben. Eigentlich wäre es ja so gewesen, dass dem Herrn vom Anfang an hätte gesagt werden müssen, hör mal zu, das, was garantiert ist, das ist die Sache, auf die du bauen kannst. Das ist die Sache, auf die du dich verlassen kannst. Aber offensichtlich ist das im Verkauf so geschehen, dass er sich immer auf den Höchstwert verlassen hat. Und jetzt setze ich noch einen drauf auf die ganze Sache. Die meisten von Ihnen, die hier im Studio sitzen oder auch ganz, ganz viele, die vor dem Fernsehen sitzen, die kriegen ihre Jahresmitteilung von den Lebensversicherungen. Verstehen Sie die? Das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Ich hefte die immer ab. Ja, und das ist auch der Fehler, dass Sie den abheften. Und ich würde Ihnen eins empfehlen, und das würde ich auch allen Leuten empfehlen, das Ding einfach mal genau durchzulesen und dann zu den Leuten zu gehen, die Ihnen diese Versicherung verkauft haben, und einfach auch mal nachzufragen, was steht denn da überhaupt drin? Und ich würde mir eins wünschen, dass die Versicherungskonzerne, die können nichts für niedrige Zinsen. Die können aber wohl was dafür, wie so eine Sache verkauft wird. Und die zweite Sache ist, dass die Versicherungskonzerne hergehen und auch mal eine aktive Kommunikation machen, Herr Schwag. Es wäre doch nett gewesen, wenn man die Tatsache, dass die Zinsen niedriger geworden sind, die Tatsache, dass da Schwierigkeiten auftreten, wenn man das also einfach mal nicht in so einer kryptischen Jahresmitteilung mitgeteilt hätte, sondern einfach mal in einem Brief, der so aufgebaut ist wie die Sendung mit der Maus, dass das auch jeder versteht. Und dann können auch die Kunden optimale Entscheidungen treffen. Ich weiß von Kollegen, wie schwierig es ist, eine gute Sendung mit der Maus zu machen. Ja. Das ist eine echte Herausforderung. Aber das ist letztendlich schon das, was die Versicherer auch machen. Wir schreiben erstmal drin, was es garantiert. Und was kann zusätzlich herauskommen, wenn die Märkte laufen? Wir sagen, das ist unverbindlich. Wir weisen in den Schreiben auch darauf hin. Entschuldigung, dass wir Wortklauberei betreiben, dass das Wort Garantiezins eine Nebelkerze ist. Den Begriff Garantiezins werden Sie weder in einer Police noch in einer Standmitteilung finden. Wir sprechen von garantierter Leistung und von garantierter Rente. Und wir sprechen von einer Übergabe.
Überschussleistung, eine Überschussrente. Garantiezinsen spielen da, wie gesagt, gar keine Rolle. Das hatte Frau Becker-Eiselin vorhin gesagt. Und in den Begleitbriefen steht auch drin, dass wegen der aktuellen Zinssituation die Überschussbeteiligungen fallen. Und das ist eine wichtige Kommunikation. Und im Verband ist das immer Gegenstand auch unserer Kommunikation in die allgemeine Öffentlichkeit, was diese EZB-Politik für eine Folge hat für die Altersversorgung der Menschen. Aber Herr Schwag, eine Sache, da möchte ich mal dazwischen gehen. Wer von Ihnen, von Ihren Kunden, kann denn genau erklären, was der Unterschied ist zwischen der Sache, die garantiert ist, zwischen den Überschüssen, zwischen Bewertungsreserven? Wer kann genau erklären, was der Rückkaufwert ist, wie der Rückkaufwert sich zusammensetzt, was die Todesfallleistung ist, warum die Todesfallleistung so ist, wie sie ist? Eine Lebensversicherung ist ein hochkomplexes Produkt, eines der komplexesten Finanzprodukte, was wir in Deutschland haben. Und es ist nicht von allen. Es gibt Tausende von Versicherungsmaklern und Leuten, die in Versicherungen arbeiten, die einen wunderbaren Job machen, die das ihren Leuten ganz, ganz super erklären. Aber das, was da immer wieder am Fernsehen kommt und das, was die Leute da auch also zu Recht als schlecht ansehen, das ist einfach eine Tatsache, dass sich Leute auch hingestellt haben, die diese Produkte verkauft haben, die vielleicht auch selber noch nicht mal die Ahnung davon hatten, was hinter diesen Produkten drinsteht. Und da werden dann natürlich Enttäuschungen produziert. Lassen Sie uns noch mal auf die Folgen gucken, Herr Schneider. Wenn jetzt jemand sich verlassen hat, fälschlicherweise auf die garantierte Höchstsumme oder etwas Ähnliches, was ihm verbal versprochen worden ist, und stellt dann fest, es bleibt 40% drunter. Was bedeutet das für Lebensentwürfe? Sie vertreten Menschen, bei denen es vielleicht auch schon auf 500 Euro im Monat ankommt, ob sie pleite gehen oder nicht. Na, die meisten Menschen, die wir vertreten, die können sich überhaupt keine Lebensversicherung leisten und überhaupt, die sparen auch wenig, weil sie kein Geld haben. Aber es gibt tatsächlich diejenigen, die so knapp drüber sind, die so in der Mitte etwa der Einkommensfelder in Deutschland gehören. Und die können dann schon mal 200 Euro im Monat zur Seite legen. Da fängt das dann an, ja auch interessant zu werden. Und die haben ihren Lebensabend drauf gebaut. Wir haben gehört, da soll eine Hypothek abgeleistet werden. Das sind Menschen, die wollten damit ihren Kindern ein Studium vielleicht mitfinanzieren, was Gutes gönnen. Das waren auch Menschen, die einfach sagten, mein Gott, ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet, ich will mir im Alter mal was gönnen. Oder eben auch Menschen, da wird es ganz bitter. Die brauchen das, weil die Rente nicht reicht. Die brauchen es dringend. Und das sind Menschen, die dann, wenn so ein Crash kommt, ja, das Problem haben, dass sie schlechterdings in Altersgrundsicherung beim Sozialamt landen, obwohl sie gespart haben, obwohl sie Rente eingezahlt haben. Sie sind praktisch um ihre Lebensleistung dann doppelt gebracht worden. Das ist so. Natürlich ist das so. Etwas übertrieben. Das ist übertrieben. Wir haben 500.000 Menschen im Moment in der Altersgrundsicherung. Und das, Alter, es gibt keinen Crash. Die Menschen bekommen das, was an Garantieleistung versprochen ist. Das, und die Erwirtschaftung hat einen Überschuss. Seien wir doch mal ehrlich. Wenn die Versicherungswirtschaft tatsächlich, so wie Sie es gefordert haben, ihre Policen verkaufen würde, dass man nämlich schreibt, der garantierte Leistung ist X, ganz dick, und da man dann ehrlich informieren würde, und wenn sie Glück haben und wenn es gut läuft, kriegen sie noch X drauf, dann würden sie schlichterdings nichts mehr verkaufen. Das ist das Ganze. Nein, genau, so ist die und deswegen. Sie sind gleich dran, Herr Schwarz. Frau Kohl, Sie sind Journalistin und Sie sind Expertin. Eine glückliche Kombination ist nicht immer gegeben. Wenn Sie solche Verträge angucken, wie viel Energie, wie viel Fachwissen müssen Sie da reinstecken, um sie zu verstehen? Also diese 3,5%, die Sie eben in den Raum geworfen haben, war schon mal eine Nebelkerze. Fakt ist, es gibt einen Garantiezins, der liegt bei 0,9%. Die Ratingagentur Assicurata hat das mal durchgerechnet und sich effektiv angeguckt. Da liegt er bei 0,11%. Das heißt also verschwindend gering. Die Überschussbeteiligungen der 10 größten deutschen Versicherer lagen zwischen 2,4 und 2,8% 2016 mit sinkender Tendenz. Da sind die hohen Kosten bei Abschluss der Versicherung noch nicht reingerechnet. Hinzu kommt die Inflation, die Richtung 2% jetzt wandert. Das heißt, unterm Strich eine neue Lebensversicherung heutzutage abzuschließen, rentiert sich nicht mehr. Die einzige Ausnahme ist und kann sein, dass es eine staatliche Förderung gibt. Riester etc. Da reden wir gleich noch drüber. Und dann kann es sein, dass sich das noch lohnt und dass man sich das angucken kann. Fakt ist, die alten Verträge, die vor 2005 abgeschlossen wurden, rentieren sich in aller Regel, weil das sind doch die Hochzinsphasen gewesen, wo 3-4% Garantiezins drauf ist. Die sind steuerfrei und die Kosten haben die meisten Versicherungsnehmer bereits bezahlt. Das heißt, solche alten Verträge vor 2005 nicht kündigen. Die neuen Verträge, die entweder nichts garantieren, mickrige Zinsen versprechen, hohe Kosten haben, rentieren sich allenfalls vielleicht, wenn eine staatliche Förderung drin ist. Und dann muss man sich's auch genau
angucken. So ist es. Und ich möchte, Sie sind gleich noch mal dran, Herr Enger. Dann reden wir mal über Ihre These, dass da sogar ein Crash droht. Das ist ja Ihre, ich sag mal, steile These. Die Frage ist ja tatsächlich, was kann man als jemand, der es nicht studiert hat, an Indikatoren gewinnen, um zu sagen, wie ist die Lage tatsächlich? Und wie sehr diese Nullzinsen, die die Versicherer sich wirklich nie ausgesucht haben, sondern die von der EZB kommen, aber wie sehr diese Nullzinsen die Lebensversicherer belasten, das kann man an zwei Zitaten ablesen und die sind alles andere als beruhigend. Garantiezinsen auf Lebensversicherungen, die wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben, räumte Allianz-Chef Oliver Bäte vergangene Woche ein. Damit ist das Geschäftsmodell, das wir mal entwickelt haben, in einem solchen Umfeld seriös nicht zu betreiben. Nicht, weil wir nicht können oder nicht wollen, sondern weil die Rahmenbedingungen so sind, dass der Markt es nicht möglich macht. Dabei steht die Allianz noch ziemlich gut da, sagen Ratingagenturen. Das gilt aber längst nicht für alle Versicherungen, so der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Wir haben schon eine zweistellige Zahl von Versicherungen in unserer Manndeckung. Und es könnten weitere folgen. Ich sage mal so, wir kennen unsere Pappenheimer. Uiuiui, wir kennen unsere Pappenheimer, Manndeckung, Geschäft lohnt sich nicht mehr. Herr Enger, wie wirken diese Aussagen auf Sie? Naja, sie sind genauso, wie ich sie letztendlich in meinen Thesen ja aufstelle, bedrohlich. Und sie sind bedrohlich für uns alle, weil letztendlich betrifft es uns alle in diesem Land, dass wir in eine aus meiner Sicht große Katastrophe laufen, nämlich die da heißt Altersarmut. Und diese Altersarmut hat sich auch nicht irgendwie über Nacht ergeben oder durch die Nullzinspolitik der EZB, sondern die hat sich über viele Jahre angestaut und aufgebaut. Ich erinnere noch, da war ich noch relativ jung und klein, da gab es mal jemanden, der in die Kamera gesagt hat, die Rente ist sicher. So, die Gesetze. Wir lachen, das ist ja das, worauf wir letztendlich bauen und schauen, um nach vorne zu gucken. Und du brauchst nur ein bisschen private Altersversorgung dazu machen, dann sieht die Welt ja ein bisschen besser aus und gesünder. Das war Norbert Blüm und er meinte die gesetzliche Rentenversicherung. Genau, und der Spruch, der danach direkt zu folgen ist. Im Vergleich zu vielen Privaten erscheint sie auch äußerst sicher. Genau, aber es wurde ja nie darüber gesprochen, in welcher Höhe. Ne? Bitte, Frau Kuhn. Konkurrenzfähig aktuell. Absolut, ja. Absolut. Genau, aber es wurde nie über Höhe gesprochen. Letztendlich haben sie da das gleiche Problem, dass sie am Ende nicht die Höhe bekommen, die sie vielleicht früher mal erwartet haben, als sie angefangen haben, in die gesetzliche Rente einzubezahlen. So, jetzt haben sie zusätzlich dann das Vorsorgeprodukt einer privaten Altersversorgung. Jetzt bleiben wir mal, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ne? Der Papa hat es gemacht, der Opa hat es gemacht. Da haben wir nie in Frage gestellt, wie wir hier alle sitzen. In Frage stellen und Cash provozieren. Oder provozieren ist das vielleicht das falsche Wort. Sie haben allerdings dran mitgewirkt. Deswegen ist es vielleicht doch nicht so falsch, weil Sie haben ja jahrelang an entscheidender Stelle auch in Versicherungen solche Produkte verkauft. Wie kommen Sie jetzt darauf, dass das ganze System zusammenbrechen könnte? Also wir können natürlich jetzt darüber reden, was meine inneren Beweggründe sind. Aber ich glaube, es ist viel entscheidender, nicht darauf zu schauen, was ist meine Rolle darin gewesen, sondern was passiert eigentlich gerade im Markt. Und dann sind es eben verschiedene Stellschrauben, die gerade zusammenkommen. Nämlich dann das Thema Demografie, das Thema der Zinsentwicklung, also sprich die erzielbare Rendite. Und was ich gerade gehört habe, dieses, wenn Verträge noch mit 3,5 oder 4% verzinst sind, da stellt sich mir die Frage, was ist, wenn durch die fehlende Rendite ein großer Versicherungskonzern eben es nicht mehr in der Lage ist zu bezahlen und in die Knie geht. Dann wird uns, es gibt ja eine Auffanggesellschaft, die nennt sich Protector, nicht in der Lage sein, entsprechend die Versicherungsleistung zu bedienen. Und da sehe ich schon ein großes Potenzial. Wenn Sie den demografischen Faktor meinen, darf ich das so übersetzen, dass jetzt besonders viele Menschen auf ihre Lebensversicherung zurückgreifen? Also dass zwei Sachen zusammenkommen, die nicht zusammenkommen sollten. Nämlich viele sind fertig mit der Versicherung, kriegen Geld, große Auszahlungssummen stehen an und gleichzeitig haben wir eine Niedrigzinsphase. Ja, Babyboomer, ne? Und die Babyboomer. Fängt so 2020 ja. an. Und dann das sind zwei Szenarien. Das sind die Babyboomer. Und ja. Das Zweite, was kommt, kennen Sie wahrscheinlich das Alterseinkünftegesetz. Mit Abschluss des Jahres 2004 hat es sich verändert. Dort haben ganz viele Menschen noch mal letztmalig eine Lebensversicherung abgeschlossen zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Konditionen. Und daraus ist dann eben folgend gekommen, da war eine Mindestanlagezeit von 12 Jahren. Und wenn Sie 2005 aufrechnen, dann kommen Sie jetzt in die Zeit Babyboomer und die ablaufenden Lebensversicherungen. Ist schon klar, wenn man so eine Alarmklingel läutet, dass man dann auch Verantwortung auf sich nimmt. Wenn Sie zum Beispiel auch raten, aus Verträgen rauszugehen, da haben Sie vehementen Widerspruch am Panel. Das heißt, dann sind die Gebühren, die Provisionen, die man schon mal gezahlt hat für den Anfang, sind weg. Warum sehen Sie das so dramatisch? Weil ich, glaube ich, sehr deutlich einen Appell generell an uns alle geben möchte, im Sinne von, Sie sehen auch die Diskussion, die hier stattfindet. Sie haben vielleicht auch im Vorwege gelesen, welche Reaktionen es auf mein Buch gegeben hat. Und das ist aus meiner Sicht immer das gleiche Thema, nämlich Beschwichtigung. Es wird alles gut, es bleibt alles gut, wir sind in der Lage, alles entsprechend hinzubekommen. Und in dem Szenario der Stellungnahme stand dann drin, das passiert alle 200 Jahre einmal. Okay,
2018, was wäre, wenn das das 200. Jahr wäre? Aber man muss jetzt schon warnen, man kann nicht einfach sagen, Leute, jetzt geht alle raus und kündigt eure Lebensversicherungen. Ich würde mal sagen, Voreiligkeit ist da der falsche Ratgeber, weil es kann einem teures Geld kosten. Und man muss es sich genau angucken. Eine Kündigung heißt immer, ich gebe im Prinzip die Police zurück an meine eigene Versicherung. Und das ist in der Regel die teuerste Variante. Das heißt, wenn man schon sich überlegt, weil man einen neuen Vertrag nach 2005 abgeschlossen hat, das Ganze aufzulösen, dann sollte man versuchen, diese Police selbst weiterzuverkaufen an externe Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben und wo die Rückkaufwerte meistens höher sind als die Rückkaufwerte von den Versicherungen. Das heißt, diese Rückkaufwerte sollte man auf jeden Fall vergleichen und man sollte auf jeden Fall gucken, wenn man sich es genau angeschaut hat und feststellt, das rentiert sich auf lange Sicht sich nicht, weil im Moment ist es faktisch so, wer 100 Euro monatlich in eine Lebensversicherung einzahlt, muss 25 Jahre einzahlen, bevor er irgendwann auch nur Rendite erwirtschaftet. Und wer dann einen solchen Vertrag hat, kann auch gucken, ob er einen Widerruf machen kann, weil viele Verträge sind damals ohne die Widerrufsbelehrung abgeschlossen worden. Und dann mal kurz kann man diese Fakten Verträge komplett absichern. Und das betrifft sehr, sehr viele Verträge. Das weiß Frau Becker-Enselen besser, weil sie damit in den Alltag zu tun hat. Ich sortiere das jetzt mal. Ja. Erstmal ist ja die Frage, ob das überhaupt ein Alarmruf ist, der rechtfertigt, sich darüber Gedanken zu machen, seine Lebensversicherung zurückzugeben. Wie man das macht, kann man ja mal drüber reden. Das ist wichtig, wie man es macht. Ja, das ist ja die Frage, ob man überhaupt diesem Rat hört, folgt oder ob man sagt, ich sehe die Situation nicht so, Herr Schwag. Frau Kohl hat gerade gesagt, man kann so eine Lebensversicherung verkaufen, weil es Leute gibt, die kaufen wollen. Die schätzen den Wert ein und sagen, das ist eine sehr, sehr wertvolle Anlage. Wenn jemand anders Interesse an meiner Police hat, dann will ich doch nicht verkaufen, weil ich denke, das bricht zusammen. Aber man nimmt diese immer einen Profis Abschlag und haben natürlich entsprechende Vorausberechnungen gemacht. Ja. Ich halte das, was Herr Enger in seinem Buch schreibt, als Kernthese für Panikmache. Geht wahrscheinlich auch darum, die Auflagenzahlen hier hochzusetzen. Das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Und der Vergleich mit der Rentenversicherung, der hinkt allemal. Die Rentenversicherung ist umlagefinanziert, nicht kapitalgedeckt. Ja, eben, wir haben ausreichendes Kapital angespart, um alle garantierten Leistungsversprechen, alle Zusagen zu erfüllen. Ich sage mal eine Hausnummer. 1 Billion Euro haben wir für die Anwaltschaften unserer Kunden angespart. Und wir haben zusätzliche Kapitalpuffer aufgebaut, um mit den niedrigen Zinsen derzeit umzugehen. Wir haben natürlich noch alte Verträge auch mit 3% und 4% Garantiezinsen in unserem Portfolio. Aber wir haben schon mittlerweile mehr als 60% dieser künftigen Zinsen als zusätzlichen Kapitalpuffer zurückgestellt. Wir haben Bewertungsreserven in unseren Portfolien in dreistelliger Milliardenhöhe. Das, was hier vorgetragen wird als These, das hält einer Faktenüberprüfung nicht stand. Weil ich jetzt hier nicht auf alle Argumente eingehen kann. Klar, die wird man jetzt auf die Schnelle auch nicht nachrechnen können. War ja eine ganze Menge, bevor ich hier kommentieren darf. Sie nennen doch Fakten. Ich nenne Fakten. Das ist ja das und wir haben auf unserer Website auch mal einen kleinen Faktencheck gemacht zu dem Buch von Herrn Enger. Das kann man jetzt abrufen, wo die drei Kernbegründungen, warum es angeblich einen Crash gibt, widerlegt werden. Das kann ich nur empfehlen. Vielleicht kann man es auch auf die Website von... Aber es gibt ja viele, die warnen. Auch die Bundesbank hat gewarnt, 2014 schon, dass wenn die Zinsen da bleiben, wo sie sind, bis 2023, werden 3 von 83 Versicherern ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Lesen Sie den Bericht von 2017. Der internationale Währungsfonds ist ganz anders aufgebaut. Und die OECD hat Frau auch Kohl, gewarnt, Herr Schwag, dass es hier Lücken darf ich mich gibt. Einfach, also das ist ja schön, wenn man eine solche Instanz hat, auf den BaFin-Chef beziehen. Das ist für mich jetzt erstmal eine Instanz, weil das ist der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das sind harte Hunde und die pflegen auch eine deutliche Sprache. Die sagen, wir haben unsere Pappenheimer im Blick und wir haben sie in Manndeckung. Das klingt für mich so, dass der Mann sich Sorgen macht. Und das ist derjenige, der es einfach wissen muss. Das ist der Schäferhund in diesem Spiel. Sie sagen, alles safe. Das heißt, dieser Mann sitzt vielleicht nicht bei Herrn Enger auf dem Schoß, was Alarmismus angeht, aber er macht sich auch Sorgen. Können Sie das so wegwischen oder hat er Ihre Telefonnummer nicht, um sich beruhigen zu lassen? Herr Hofeld ist sozusagen das Symbol für die Besonderheit der deutschen Lebensversicherung, dass wir eine hochregulierte Branche sind, dass wir sehr eng beaufsichtigt werden. Alle Lebensversicherer machen quartalsweise Prognoserechnungen, zum Teil bis 2046. Super, Sie sagen, der Mann ist gut in Form. Dann sagen Sie mir doch, wer die Pappenheimer sind. Ich kann Ihnen sagen, wie die Branche dasteht. Wer sind die Pappenheimer? Lassen Sie mich doch kurz erklären, was Aufsicht und aufsichtliche Sorge bedeutet, die Aufsicht verlangt nicht nur, dass wir genug Kapital haben, um alle Leistungsversprechen zu erfüllen. Sie verlangt sogar, dass wir mehr Kapital haben,
Das sogenannte Solvenzkapital, das ist ein Risikopuffer. Und im Durchschnitt der Branche erfüllen wir das zum 3,5-fach. Mit 350% erfüllen wir diese Erfordernisse. Und es gibt kein einziges Unternehmen, das diese Erfordernisse nicht erfüllt hat. Es gibt entsprechende Stresstests, die von der BaFin gemacht werden. Und natürlich gibt es Unternehmen, die besser dastehen. Es gibt Unternehmen, die schlechter dastehen. Die, die schlechter dastehen, die schaut sich die Aufsicht genauer an, damit halt da nichts passiert. Da werden Maßnahmen dann diskutiert. Da wird geschaut, wie kann man jeweils die Unternehmen wetterfest machen. Die Unternehmen haben hier eine ganze Menge geleistet. Sie haben eine große Herausforderung. Wie kriege ich denn als Kunde raus, ob jetzt mein Unternehmen zu den Pappenheimern gehört? Öffentlich oder einsehbar. Nicht? Es sind die Berichte halt dieser Aufsichtsstudie, sogenannte Solvenzberichte. Öffentlich einsehbar. 31 der 83 deutschen Lebensversicherer hatten 2016 Solvenzquoten unter 100%. Das heißt, bei 31 haben die Eigenmittel nicht die möglichen Verpflichtungen abgedeckt. Manche dieser Versicherer waren knapp darunter, manche waren weit darunter. Okay, dieses Regime 31 von 83 2016. Ist ja egal, Fakt, kann das bestätigen. Und zum 01.01.2018 haben alle Unternehmen die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Und da werden Sie auch bei der BaFin und woanders nichts anderes lesen. Herr Brinkhaus sitzt in der Mitte und wird zum Zeugen angerufen. Ja, ich werde zum Zeugen angerufen. Also ich würde mal versuchen, Herrn Enger und Herrn Schwag irgendwo zu verbinden. Und zwar, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Buch geschrieben haben. Aber Sie haben ziemlich auf die Sahne gehauen. Aber Sie haben ja auch in einem Interview selber gesagt, ich musste ziemlich auf die Sahne hauen, damit ich überhaupt durchdringe. Und das ist eher ein Weckruf. Also insofern würde ich sagen, keine Panik. Aber ich würde jetzt auch sagen zu Herrn Schwag, Vorsicht ist angebracht. Deswegen sitzt die BaFin hier auch drauf. Es ist auch gut, dass wir diese Aufseher haben, die da eine intensivierte Betreuung machen. Und die berichten da auch regelmäßig zum Beispiel in den Deutschen Bundestag drüber. Und deswegen würde ich einfach mal Folgendes sagen. Es ist gut, dass wir heute uns mit diesem Thema beschäftigen. Wir sollten da vorsichtig sein. Es ist auch bei Weitem nicht alles gut, aber es ist auch bei Weitem nicht alles schlecht. Wir haben Gesellschaften, die sind besser aufgestellt und wir haben Gesellschaften, die sind schlechter aufgestellt. Ein Wort noch bitte, Herr Plassberg, weil hier ja verschiedene Leute Fernberatung versucht haben zu machen, wann man denn so einen Vertrag kündigen soll oder nicht kündigen soll. Ich würde mir nie anmaßen, hier von dieser Stelle irgendjemandem zu sagen, dass er jetzt einen Vertrag unbedingt kündigen soll oder nicht kündigen soll, weil das ist eine ganz individuelle Sache. Da würde ich auch mal die Verbraucherschützer fragen. Da muss man sich sehr, sehr genau überlegen, was man sagt. Und deswegen sollten wir uns auf eine Sache vielleicht einigen. Hier keine Pauschalberatung von diesem Tisch, das ist brandgefährlich. Dann gehen wir doch mal, danke für die Anregung, die Frage an Frau Becker-Eiselin weiter. Wer sich überlegt, vielleicht auch aus Wut, ja, hier, dieser Mensch hat mir in der Sendung erzählt, dass er seine Riester-Rente aus Wut gekündigt hat. Das war total unvernünftig, reden wir gleich noch drüber, er hat es getan. Wer sich klüger als Herr Schneider verhalten will, finanziell klüger jedenfalls, was muss er denn beachten? Naja, das lässt sich so allgemein auch nicht sagen. Man muss sich den Vertrag angucken, man muss sich angucken, wann ist er abgeschlossen worden, was für Garantieleistungen sind da drin. Bei einem Riester-Vertrag hilft mir die Verbraucherzentrale beim Gucken. Die hilft dabei, ja. Bei einem Riester-Vertrag muss man anschauen, was sind da für Zulagen drin, sind da Kinderzulagen drin und so weiter. Also das sind eine Menge individuelle Dinge, die da zu beachten sind. Würden Sie denn den grundsätzlichen Rat von Frau Kohl teilen und sagen, nur im Notfall kündigen und ansonsten das Ding zu Ende bringen? Also das kommt tatsächlich drauf an. Und es gibt Verträge wie die Verträge von Herrn Nolden, die einfach ein schlechtes Geschäft sind. Und wenn er, wir haben mal ein Beispiel gemacht, wenn er, also er brauchte offensichtlich diesen Risikoschutz nicht. Ja? Er hat es als reinen Sparvertrag genutzt. Und wenn man dieses Geld zur Bank getragen hätte und in ein einfaches klassisches Anlageprodukt gelegt, dann hätte er heute 3,5 bis 4%, das hätte in Zahlen ausgedrückt, nicht 21.000, sondern 28.000 und 30.000. Hätte Fahrradkette, hat ein berühmter Finanzminister gesagt. Ja, richtig. So, es kann natürlich auch passieren, dass wenn man selbst auf die Idee kommt zu kündigen, dass es auf der anderen Seite auch per Post ins Haus kommt. Vielleicht hat man vorher mal nachgefragt und dann bekommt man einen Vorschlag, nämlich von seiner Lebensversicherung. Wir lernen hier auch in dieser Sendung, der Umgang mit Lebensversicherung beim Abschluss oder bei einer möglichen Kündigung, der ist schwierig. Aber dieser Umgang wird nicht unbedingt leichter, wenn dann noch ein Tauschangebot kommt. Im Dezember 2017 erhält eine Generali-Kundin diesen Brief von einer Generali-Filialdirektion. Der Betreff? Angebot Generali. Kostenloser Produkttausch.
Der Kundin wird vorgeschlagen, ihre Kapitallebensversicherung mit garantierter Verzinsung gegen eine komplizierte Fondskombination einzutauschen. Ohne Garantien. Dieser Wechsel habe zahlreiche Vorteile. Unter anderem wird mit diesen Versprechen gelockt. Flexible Geldentnahmen in beliebiger Höhe nach dem ersten Jahr möglich. Laufzeit kann Ihren individuellen Wünschen angepasst werden. Und abschließend heißt es: Schauen Sie sich die Unterlagen in Ruhe an. Selbst bei einer geringeren Verzinsung ist dieser für Sie kostenfreie Produkttausch sehr attraktiv. Den Satz muss man sich nochmal anhören. Selbst bei geringeren Zinsen ist dieser Produkttausch für Sie sehr attraktiv, Frau Becker-Eiselin. Wie wirkt der Satz auf Sie? Also hier sollte ganz offensichtlich jemand aus einem Vertrag herausgehen, der eine garantierte Verzinsung noch hatte, also der eine garantierte Versicherungssumme hatte. Und das Angebot war eine fondsgebundene Rentenversicherung, und zwar eigentlich zwei fondsgebundene Rentenversicherungen. Einmal den Rückkaufwert aus der ursprünglichen Versicherung in eine einmalige fondsgebundene Rentenversicherung und dann das, was man sozusagen normalerweise anspart, in eine weitere fondsgebundene Rentenversicherung einzuzahlen. Zwei Fragen. Sind diese Fonds sicher, so sicher wie das, was die Kundin vorher hatte? Nein, es handelt sich um einen Fonds, es handelt sich dabei um Sondervermögen. Also, das heißt, dass Verlust ist möglich. Verlust, Totalverlust Verlust ist sogar möglich. Zweite Frage, gibt es dafür, wenn man da in zwei verschiedene Formen investiert, auch doppelte Prämien für den Verkäufer oder für die Agentur? Könnte sein, es wird hier von einem kostenlosen Produkttausch gesprochen. Da wissen Fall, wir nicht, was der kostenlos tatsächlich ist in dem Falle. Wir wissen es nicht, ob es sozusagen eine Marschrichtung des Versicherers ist oder ob hier tatsächlich der Vermittler vielleicht noch eine Provision. Wie weit verbreitet sind denn solche Versuche, Leute in andere Formen zu bringen? Wir haben selten das so schön in Papierform vorliegen. Wir hatten im letzten Jahr einen Fall, der ist ja auch durch die Presse gegangen. Da hat der Versicherer den Verbraucher gefragt, haben Sie nicht irgendwelche Wünsche, möchten Sie nicht Ihre Versicherung kündigen? Der hat das dann zurückgenommen und der tut das auch nicht wieder. Aber wir wissen, dass in den Beratungen tatsächlich die Menschen dazu überredet werden sollen, aus diesen guten Verträgen, in Anführungsstrichen guten Verträgen, rauszugehen. Weil sie lästig werden, weil sie zu teuer werden? Weil sie zu teuer werden, die Versicherer wollen sie offensichtlich loswerden. Wir haben die Generali gefragt, die hat uns heute geschrieben, in keiner Weise werden unsere Kunden in neue Verträge gedrängt, die nicht dem aktuellen Kundenbedarf entsprechen. Sie berate lediglich Kunden, die wegen der Niedrigzinsen neue Anlagemöglichkeiten suchten. Überzeugt sie das? Nein, das überzeugt uns nicht. Vor allen Dingen, wenn von der gleichen Filialdirektion zwei Fälle dieser Art bei uns auflaufen, dann spricht das schon dafür, dass da ein bisschen Methode hintersteckt. Herr Schwag, wie stellt sich ein Versicherer Kunden vor, denen man sowas ins Haus schickt? Zum einen freue ich mich, dass Frau Becker-Eiselin gerade gesagt hat, wie gut und wertvoll solche Policen sind und dass man sie unbedingt halten sollte. Das ist auch mein genereller Rat. Wir können jetzt schwierig nachvollziehen, unter welchen Umständen jetzt dieses Schreiben zustande gekommen ist. Ein Vermittler muss auf Anfrage des Kunden entsprechend Alternativen bieten. Es kann ja sein, dass der Kunde oder die Kundin gesagt hat, ich bin unzufrieden, weil die Überschussbeteiligung zurückgegangen ist. Wir haben es gerade intensiv diskutiert. Und dann kann das ein Alternativangebot sein, das dann attraktiv ist für den Kunden, wenn er meint, der Markt, die Aktien bieten mehr. Ich persönlich würde in diese Richtung nicht beraten. Ich würde sagen, an einmal getroffenen Vorsorgeentscheidungen sollte man möglichst festhalten. Die bisherigen Policen, die sind sehr attraktiv. Und man hat ja auch ein Ziel damit verfolgt, dass man nicht aufgeben sollte. Frau Becker-Eiselin. In dem einen Fall, also dieser eine ist dieser Text, den Sie eben gesehen haben, und der andere Fall ist ein Fall, da ist ganz aktiv die Verbraucherin angeschrieben worden und gesagt worden, wir haben Ihre Kontaktdaten gar nicht, können Sie sich mal bei uns melden? Und das Ergebnis davon war dann ein entsprechendes Angebot, was ich eben gesagt habe. Also da ist offensichtlich was anderes gelaufen. Die Frage ist ja auch, wie kann man sowas rechtfertigen? Wir haben das ja gerade im Film gesehen. Der Briefkopf war von der Generali-Filialdirektion. Und wir haben bei der Generali-Zentrale dann nachgefragt, wie es zu einem solchen Angebot kommt. Und die sagen, der Brief ist nicht von uns. Vielleicht ist er von einem unserer Vertriebspartner. Das riecht nach Ausrede. Wie gesagt, Briefkopf ist Generali-Filialdirektion oder sind das Operettentitel? Kann ich mir, wenn ich eine Vertretung habe als Selbstständiger, so einen Titel da dranhängen? Wie gesagt, die Entschuldigung sozusagen ist, der Brief ist nicht von uns, vielleicht ist er von einem unserer Vertriebspartner.
Sie hat ja gerade schon als Möglichkeit, es kann sein, dass das ein Follow-up ist einer Kundenkommunikation, wo man über Handlungsaktive geredet hat. Dann ist die Filialdirektion letztendlich die Vertriebseinheit, die dann mit dem Kunden kommuniziert. Das kann ein Einzelner sein, das kann natürlich auch so ein Büro sein. Das können wir jetzt hier von dieser Stelle nicht beurteilen. Das müssen wir uns im Detail anschauen. Finden Sie es glücklich? Ich habe ja schon gesagt, wie ich dazu stehe. Ich bin der Meinung, man sollte einmal getroffene Vorsorgeentscheidungen möglichst bis zu Ende führen. Die Versicherungen sind darauf ausgerichtet, ihre Attraktivität vor allen Dingen über die lange Laufzeit zu beweisen. Und Stornos sind meistens kein guter Rat. Herr Enger, was glauben Sie, warum machen Versicherungen, ob auf Aufforderung, wenn jemand schreibt zum Beispiel, hey, da gibt es ja nichts mehr, gibt es Alternativen oder auch von sich aus, warum machen die solche Angebote? Naja, wenn Sie im Markt, wie wir es am Anfang diskutiert haben, noch eine 0% erwirtschaften, aber Ihrem Kunden versprochen haben, Sie müssen ihm 3,5 oder 4% auszahlen und Sie geraten mit Ihrem eigenen Unternehmen unter Druck. Ist ja noch nicht so schwer auszurechnen, dass es keinen Sinn mehr macht, dann zu sagen, ich halte diesen Kunden um jeden Preis. Jeder von uns kann das gerne mal ausprobieren. Er kündigt eine Versicherung, die von vor 2005 ist. Die Kündigung haben Sie innerhalb von 3 Tagen bestätigt und Ihr Geld auf dem Konto. Und dann kündigen Sie eine, die nach 2005 ist. Da müssen Sie mit Ihrem Versicherer darum kämpfen, Ihr Geld zu bekommen. Ja, das ist die Realität. Man muss sehen, dass gerade die Generali eine dieser Versicherungen ist, die im Prinzip aus dem Geschäftsmodell Lebensversicherung derzeit aussteigt. Weil es ist auch eine dieser Versicherungen, die ihre Bestände derzeit losschlägt an sogenannte Run-Off-Gesellschaften. Und die wollen im Prinzip diese Verträge gar nicht mehr anbieten. Hochinteressant, Run-Off-Gesellschaft ist aber ein Fachbegriff, aber wir können ihn ein bisschen erläutern. Sie leben natürlich, wenn Sie Versicherungen verkaufen wollen, von dem Vertrauen. Die Frage ist, was passiert mit einem Vertrauen, wenn Sie als Kunde denken, Sie haben eine Lebensversicherung abgeschlossen bei einem deutschen, Ihnen bekannten Lebensversicherer. Also der Herr Kaiser hat sie Ihnen praktisch noch selbst verkauft. Und dann stellen Sie fest, mein Vertrag ist bei einem ausländischen Investor gelandet, von dem Sie noch nie gehört haben. Das ist absurd, aber es ist Tatsache. Hunderttausende deutsche Lebensversicherungsverträge haben den Besitzer bereits gewechselt. Neuer Eigentümer, sogenannte Run-Off-Gesellschaften. Die übernehmen die Verträge mit allen Rechten und Pflichten. Jede Übernahme wird von der deutschen Finanzaufsicht BaFin geprüft. Für die Kunden soll sich nichts ändern. Der Run-Off-Gesellschaft geht es um möglichst viele Verträge. Sie versucht dann beispielsweise über Einsparungen in der Verwaltung Profite zu machen. Wie langfristig das Engagement der Aufkäufer ist, weiß man dabei nicht. Ein Beispiel für so eine Run-Off-Gesellschaft ist die Frankfurter Leben. Ihr Mehrheitseigentümer ist die chinesische Unternehmensgruppe Fosun. Haupteigner ist Guo Guangsheng, ein Großinvestor aus der Stahl- und Pharmabranche, der auch Anteile am Tourismusunternehmen Club Med und der Modekette Tom Tailor hält. Und seit 2015 macht Guangsheng nun eben auch in Versicherungen. Nichts gegen den netten Herrn, aber er sieht deutlich anders aus als Herr Kaiser. Herr Schwank, ich brauche mal Übersetzungshilfe. Run-off, was heißt das eigentlich? Das klingt für mich, vielleicht klingt es polemisch, nach Weglaufen. Weglaufen zum Beispiel von der Verantwortung. Ja, also in meinem Englischunterricht habe ich Run-off als Auslaufen oder Ablaufen gelernt. Weglaufen heißt Runaway. Super, Sie hatten einen besseren Englischlehrer als ich. Insofern, worum geht es hier? Es geht im Kern darum, dass es Unternehmen gibt, tatsächlich, Frau Kuhl hat es angesprochen, die sagen, ich biete gar keine Lebensversicherung mehr an. Ich mache kein Neugeschäft mehr. Ich schließe jetzt dieses Unternehmen. Und dann bleiben die Bestände natürlich da und die Verträge werden erfüllt, die Garantieleistungen bleiben bestehen, die gesetzlichen Regeln auch. Aber es werden immer weniger Verträge. Über die Zeit schrumpft das irgendwann, werden wir dann nur noch 10.000 oder 100 Verträge haben. Und für diese 10.000 oder 100 Verträge müssen Sie einen Vorstand halten, ein Aktuar, Sie brauchen eine IT, Sie brauchen ein Service Center. Die Fixkosten fressen so einen Bestand letztendlich auf. Dafür sind Plattformen gegründet worden, die gesagt haben, verschiedene kleine Bestände führen wir zusammen und wir garantieren den Kunden letztendlich, dass das pro Vertrag nicht mehr kostet als x Euro. Das Alternativszenario, wie gesagt, ist, die Fixkosten schwellen letztendlich an in Relation zu den Verträgen, werden immer teurer und dann gibt es noch eine Gefahr für die Verträge. Mein Vertrag ist jetzt bei Herrn Guangsheng. Und ich bin jetzt darauf angewiesen, dass der etwas besser macht durch die Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben, Rationalisierung, bessere IT und, als meine alte Versicherung. Aber ich muss erst mal davon ausgehen, dass er das besser macht.
Ihr Vertrag ist immer noch bei der Lebensversicherung, bei der Sie abgeschlossen haben. Weil worum geht es hier? Es geht nur um eine Änderung der Eigentümerstellung dieser Gesellschaft. Bei fünf von sechs Fällen, die es bisher gegeben hat, sind in fünf Fällen Lebensversicherer verkauft worden. Herr Brinkhaus schüttelt mit dem Kopf. Nein, es sind Lebensversicherer verkauft worden. Und es gibt jetzt einen anderen Eigentümer. Das gab es vorher auch schon. Es gibt auch ausländische Eigentümer von Lebensversicherung. Das Gute in Deutschland ist, davon hängt die Sicherheit eines Vertrages nicht ab, sondern von den Spielregeln. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Air Berlin komme. Air Berlin hatte einen großen Investor Etihad, die haben alles garantiert und sind Sie in letzter Zeit mit Air Berlin geflogen? Wahrscheinlich nicht. Der Unterschied ist, Air Berlin ist nicht beaufsichtigt, sondern ist ein Unternehmen, das letztendlich keiner Finanzaufsicht unterliegt. Die BaFin sorgt dafür, dass die Rechte und die Interessen der Kunden voll gewahrt werden. Es gibt sogar ein Inhaberkontrollverfahren. Das heißt, es kann nicht jeder eine Lebensversicherung kaufen. Es wird die Zuverlässigkeit geprüft, es wird die finanzielle Ausstattung geprüft. Es wird geprüft, sind die überhaupt in der Lage, diese Verträge entsprechend zu verwalten? Das muss man alles sehen. Aber im chinesischen Großinvestor, es könnte ein saudischer sein oder auch dort, sehe ich die Prüfungsmöglichkeiten nicht so rosig, als wenn er in Deutschland, in Frankfurt oder sonst irgendwas. Wenn Sie es nicht prüfen können, wird es nicht genehmigt. Herr Brinkhaus, alles in Butter mit diesen Run-Off-Gesellschaften, ist es so safe, wie Herr Schwag uns das versichert? Die Wahrheit liegt ja auch irgendwo in der Mitte. Natürlich ist es richtig, die werden geprüft. Und wenn sie nicht geprüft werden können, dürfen sie das nicht übernehmen. Die BaFin, der Hufeld, den wir eben gesehen haben, der guckt natürlich auch da drauf. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Motivationslage zu hinterfragen. Wenn ich in so einer Run-Off-Plattform bin, die von einem Investor betrieben wird, dann will er natürlich Geld damit verdienen. Wenn ich aber in einem laufenden Versicherungskonzern drin bin, der vielleicht auch noch Schadensversicherung verkauft, Haftpflicht und Hausrat und solche Sachen, dann hat er auch ein Interesse daran, nicht nur mit dieser Versicherung Geld zu verdienen, sondern seine Reputation auch zu erhalten und hat auch eine ganz andere Motivation, noch mal richtig Gas zu geben für den Kunden. Und wir sehen als Politik ein Problem in der ganzen Sache. Darf ich das mal ganz flapsig angehen? Das heißt eigentlich, wenn ich bei so einem, bei einer Heuschrecke eigentlich... Nein, jetzt nehmen wir nicht Heuschrecke. Es gibt auch, glaube ich, Seriöse, die das machen, die keine Heuschrecken sind. Nehmen wir jetzt diesen seriösen... Wir nehmen mal einen ganz seriösen. Den wir hinter Ihnen sehen. Der hat jetzt ein Interesse dran, dass er mit dieser Police Geld verdient, was die Versicherung ursprünglich nicht mehr kann. So, das heißt, er kann jetzt an der IT sparen und er kann am Service sparen, er kann an der Übersetzung der Briefe sparen. Polemisch gefragt, muss ich mir doch eigentlich einen Vorkoster holen, dass er nicht an meinem Leben spart? Naja. Also, nett gesagt, aber ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist einfach ein anderes. Dieses Produkt Lebensversicherung, das ist mit viel Vertrauen verbunden. Das war ja auch der Herr Kaiser. Man hat gesagt, wir sind ein Leben lang für dich da. Wir haben eine Bindung, die ist 30, 40 Jahre. Es sind Leute teilweise länger an ihren Versicherungen gebunden als an ihre Ehefrauen. Und das heißt, es ist ein Geschäft, was also tatsächlich... Es verschiebt sich gerade so ein bisschen. Nach dieser Sendung verschiebt es sich, hoffentlich nicht. Ja, aber die Geschichte ist, die sind da ganz lange dran gebunden. Und dieses Vertrauen, das wird natürlich verspielt, weil Leute haben sich einen bestimmten Anbieter ausgesucht und haben gesagt, dem vertraue ich. Und dann sagt er, du, ich habe jetzt keinen Spaß mehr an dem Geschäft und deswegen gebe ich das jetzt mal weg. Und der Neue, der macht das auch gut, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und da stelle ich dann auch die Frage, naja, also gehe ich denn zu dieser Versicherungsgesellschaft hin und schließe mit denen jetzt eine Hausratsversicherung und eine andere Sache ab? Und deswegen sagen wir, die das machen, also die große Menge hat das nicht gemacht. Und einige haben Gott sei Dank auch schon gesagt, nachdem wir von der Politik geschrien haben und gesagt haben, wir mögen das gar nicht, wir machen das auch nicht mehr. Aber die das machen, die werfen natürlich ein schlechtes Licht auf den Rest der Branche. Und nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig, es gibt ganz, ganz viele in der Branche, die wirklich gut arbeiten. Die werden von solchen Leuten runtergezogen. Darf ich mal Mäuschen spielen? Also wenn Sie sagen, wir von der Politik, das war dann das Finanzministerium, oder wer sagt dann den Versicherungen, Leute, wenn ihr weiterhin mit Vertrauen wirtschaften wollt, das ist euer Kapital, dann lasst den Unsinn mit diesen Run-Off-Gesellschaften. Naja, es waren also schon Politiker, nicht nur von meiner Fraktion, die das gesagt haben, sondern auch von anderen Fraktionen, die gesagt haben, liebe Leute, das mit diesem Run-Off, das zerstört Vertrauen in einer Phase. Und Herr Eigen hat es ja in seinem Buch beschrieben, wo es eigentlich ganz gut ist, wenn man Vertrauen auch wieder aufbaut. Und das ist eine Sache, die kriegt man auch nicht wieder eingefangen. Herr Schneider, Sie haben ja auch schon viel gesehen in dieser Republik. Das klingt ja erstmal plausibel, was Herr Schwag gesagt hat. Wenn man dann aber es in die Runde gibt und die weiteren Konsequenzen überlegt, wird es ein bisschen schwieriger. Was haben Sie gerade gedacht, als Sie die Diskussion verfolgt haben? Also wer jetzt noch eine Kapitallebensversicherung kauft, der ist nach der Diskussion selber dran schuld. Also selbst wenn es nicht zum Crash kommt, der These glaube ich auch nicht. Und selbst wenn es unvernünftig sein kann, Lebensversicherung zu kündigen. Aber ich habe jetzt gelernt,
Die Menschen werden einer Form und wurden einer Form beraten, dass sie einfach an Dinge glaubten, an die sie glauben wollten, die aber nicht garantiert waren. Und das ist offensichtlich Geschäftsmodell. Dann habe ich gelernt, dass Menschen einfach dadurch wirklich große Einbußen erfahren. Dann habe ich gelernt, dass offensichtlich das ganze Produkt so komplex ist, ich begreife es nicht und ich nehme an, 80% aller, die hier rumsitzen, begreifen es auch nicht. Sie sollen also sich auf was einlassen, weil irgendjemand an die Haustür kommt oder sonst wohin kommt und ihnen sagt, das läuft schon. Sie sollen blind vertrauen. Worauf muss jemand vertrauen, der eine Kapitallebensversicherung abschließt? Auf die staatlichen Regeln, wenn ich die mit 25 Jahren abschließe und ich will 85 werden, muss ich 60 Jahre lang darauf wetten, dass es der Firma gut geht, noch immer gut geht. Ich muss 60 Jahre darauf wetten, dass in den nächsten über halben Jahrhundert keine Krisen einbrechen, wie etwa Dotcom-Krise, wie etwa jetzt Bankenkrise. Da auf all das muss ich vertrauen. Und nach der Diskussion jetzt, wenn ich feststelle, wie unterschiedlich die Einschätzung und Bewertungen hochkompetenter Menschen sind, wie diametral unterschiedlich, wenn natürlich auch gewisse Eigeninteressen bei ihnen dahinter stehen, dann sage ich mir doch, die Nummer ist mir zu windig. Wenn jemand tatsächlich Geld über hat und sagt, ich guck mal, vielleicht kriege ich da was Anständiges raus, dann soll er es machen. Er muss es verschmerzen können, wenn er damit eine Bruchlandung macht. Bei den Menschen, um die wir uns kümmern, die können es sich nicht erlauben, dass ihr wenig Erspartes einfach mal die Binsen irgendwann runtergeht oder dass die falschen Versprechungen aufgesessen sind. Deswegen mein Plädoyer, was ich aus der Diskussion bisher gelernt habe. Ich bin nach dieser Diskussion noch mehr Fan der gesetzlichen Rentenversicherung, als ich schon vorher war. Herr Schwag. Bisher hat kein Kunde in der Bundesrepublik Deutschland mit einer Lebensversicherung nicht das Geld bekommen, was hier vertraglich garantiert war und auch die gesetzlichen Regeln. Eine Versicherung ist ja nicht im wilden Westen begründet, sondern sie beruht auf Gesetzen, auf Aufsicht. Wir haben ein Versicherungsaufsichtsgesetz mit 356 Paragraphen, die alle darauf gerichtet sind, die Leistung sicher zu machen, die alle darauf gerichtet sind, dass die Kunden fair und gleichmäßig behandelt werden. Was hier geredet wird, das ist einfach unverantwortlich. Man muss auch mal gucken, welche Finanzdienstleistungsbranche bietet eigentlich dieses Maß an Sicherheit, selbst in der Krise. Schauen Sie die Zeit 2000 bis 2003 an. Schauen Sie 2007 bis 2008 an, wo Panik herrschte. Die Leute waren in der Lebensversicherung sicher und sind auch drin geblieben. Und sie reagieren auch nicht auf solche Cassandra-Rufe, die wir hier hören. Wir haben rückläufige Stornoquoten. Die Leute wissen, was sie haben und die halten auch daran fest. Und in Zukunft ist das auch weiterhin so, dass das Thema Risikoschutz eine Bedeutung hat. Todesfallschutz, Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge bleibt weiter wichtig. Warum und wo sollen die Leute denn ihr Geld Warum trennen sich dann die Versicherungen Generali, ergo Victoria Leben, die Munich Re, Töchter von den Versicherungsbeständen? Nochmal zu diesen Run-off-Gesellschaften. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Lassen Sie mich mal ausreden. Es geht darum, ob 9 Millionen werden. Verträge sind davon betroffen. 9 Millionen Versicherungsvernehmer, was ist der aktuelle Stand? Ja, das ist ein was Unternehmen, ist das nicht mehr plant. Das ist, hat, insgesamt 9 Millionen Verträge sind davon betroffen. Jedenfalls wird ein Großteil der Bestände ausgelagert in Run-off-Gesellschaften. Das heißt, die Versicherungsnehmer hier draußen sitzen da und sind ausgeliefert, wo ihre Police landet. Die Police jedem einzelnen, bei dem Versicherer, dem, wo sie jedem jetzt einzelnen ist, Versicherungsnehmer, das lassen Sie mich doch mal ausreden. Jedem einzelnen Versicherungsnehmer kann man nur raten, eine Bestandsaufnahme dann dieses Vertrages zu machen. Und dieses Verlassen auf die Finanzaufsicht. Nee, ein Punkt zur Finanzaufsicht. Wir haben den Fall Deutsche Bank, wo ein Investor über eine österreichische Holding eingestiegen ist, nämlich HNA. Und jetzt auf einmal stellt man fest, dieser Investor hat Liquiditätsprobleme überall auf der Welt. Ich hoffe mal sehr, dass es mit keiner Run-off-Gesellschaft hier in Deutschland passieren wird und dass die Finanzaufsicht vorher hingucken wird, bevor ein solcher Investor diese Policen übernimmt und dass es nicht läuft wie bei der Deutschen Bank. Also ich bevorzuge das Luftholen abzuwarten. Herr Schwarz, erklären Sie es doch bitte noch einmal. Ja, natürlich, sehr gerne. Erklären Sie es doch noch einmal. Einerseits werden die Bestände abgegeben an Investoren, andererseits sagen Sie, an dem Besitzverhältnis hat sich nichts verändert. Das klingt, entweder bin ich zu doof oder es ist ein Taschenspielertrick, der offenbar funktioniert. Diese Plattformen sind daran interessiert, komplette Gesellschaften zu erwerben.
Und diese Gesellschaften sind der Vertragspartner der Kunden und bleiben es auch. Diese Gesellschaften sind weiterhin beaufsichtigt. Diese Gesellschaften müssen das Kapital verhalten. Diese Gesellschaften sind nicht darauf angewiesen, dass irgendein Investor Liquidität zuführt, sondern die Aufsicht achtet darauf, dass das Kapital zu jedem Zeitpunkt ausreicht und auch die Eigenmittel und die Risikopuffer da sind. Wir haben eben die Grenzen der BaFin-Aufsicht bei der Deutschen Bank. Sie hatten doch mal gefordert, dass jeder Einzelversicherungsnehmer zustimmen soll, ob ein Verkauf an eine Run-Off-Gesellschaft stattfindet. Das war der Kollege Schick von den Grünen. Nein, Sie waren zitiert. Ich habe es heute nachgelesen. Herr Brinkhaus, nein, Sie waren zitiert. Ich möchte ja jetzt keine Urheberrechtsverletzung machen, da hätten wir ein anderes Thema. Aber ich kann Ihnen die Seite zeigen, ehrlich gesagt, es ist so, dass wir gesagt haben, man muss darauf achten. Jetzt müssen wir aber ein bisschen mal Ruhe reinbringen in die ganze Sache, weil das ist wirklich ein ernstes Thema. Hier sitzen viele Zuschauer vorm Fernseher und die wollen eine Beratung haben. Emotionen sind gut, aber wir wollen ja hier irgendwie auch schlauere Leute haben, die rausgehen. Sie sich nicht mehr dran erinnern, Frau Kohl, einfach mal. Mach mal den Oberlehrer, Ihre Kopfnote ist gerade in Gefahr. Ich wundere mich, dass er sich nicht mehr erinnert, aber es ist ein langer Weg bis zu einer Koalition. Ne? Also, gut. Frau Kohl, das... Lassen Sie doch einfach souverän mal passieren. Frau Kohl ist sehr emotional, das ist auch okay. Nö, ich bin sehr faktisch. Frau Kohl lässt mich nicht reden, das ist auch wahr. Sie sind doch Westfale, das bringt Sie da sind wir doch gelassen als Westfalen. So, also folgendes. Jetzt müssen wir mal eins... Frau Kohl hat mir jetzt gerade angedroht. Ich weiß nicht, ob Sie es alle mitgekriegt haben. Also ich sollte erst mal sehen, wenn sie emotional wird. Da müssen wir noch mal eine andere Talkshow für machen. Das wäre sicherlich hier eine Geschichte, die auch interessant wäre. Nein, die Sache ist, ein Satz, den ich noch loswerden wollte in der Sache. Ja, und zwar ist es wie folgt. Wir haben, glaube ich, in Deutschland über 90 Millionen Versicherungsverträge. Jetzt ist es so, ich glaube, 2 Millionen sind in diesem Run-Off reingekommen. Sie können mich gerne korrigieren. Es sind ein paar große Versicherungsgesellschaften, können wir auch noch mal einen Faktencheck machen hinterher. Es sind ein paar große Versicherungsgesellschaften, die haben damit gedroht, dass sie das machen. Eine große, die ERGO, hat, soweit ich weiß, das jetzt zurückgezogen und hat gesagt, nee, wir wickeln das lieber selber ab. Und das wäre mein Punkt gewesen, Herr Schwag, wenn eine Versicherung so groß wie die ERGO sagt, wir lassen das lieber nach Mahnrufen aus der Politik, ist es von Ihnen als Verbandsmensch, der es schwer hat, weil Sie müssen viele Versicherungen unter einen Hut bringen, ist es zu viel Verlag zu sagen, ja, es gibt ein paar Irrwege, da kann man auch wieder sich umdrehen und zurückgehen. Diese Run-Off-Geschichte, ist das etwas, was Sie unter diese Rubrik fallen lassen würden? Vielleicht nicht die beste Idee, die wir hatten. Also wie gesagt, Run-Off heißt einfach nur, dass Sie das Neugeschäft einstellen und dann haben Sie zwei geschäftspolitische Optionen. Entweder Sie verwalten diese Bestände selber oder Sie verkaufen die Gesellschaften an andere. Und diese geschäftspolitische Entscheidung trifft das jeweilige Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was ist jetzt so getroffen worden? Sie brauchen ein neues Auto. Sie gehen zum Autohändler und sagen, Mensch, das ist ein tolles Auto. Nehmen wir an BMW oder Mercedes. Dann erfahren Sie, die stellen die Produktion dieses Autos ein. Würden Sie dieses Auto kaufen? Ich würde natürlich kein Auto mehr da kaufen, wenn die Produktion einstellen. Danke. Aber Herr Plassberg, ist doch logisch, wenn ein Unternehmen sein Neugeschäft eingestellt hat, verkaufen die auch nichts mehr. Wie kann man denn da was kaufen wollen? Geht doch gar nicht. Also, Sie können bei einem Unternehmen andere Versicherungen abschließen. Das ja, die würde ich natürlich noch abschließen. Es kommt doch auf deren Günstigkeit an. Das ist für mich auch gar kein relevanter Gesichtspunkt, ob die sagen, in einem Geschäftsfeld sind sie nicht mehr aktiv. Also jetzt mal die Frage, wie wir das als Politik sehen. Wir haben da natürlich laut geschrien, das waren mehrere. Man kann sich auch, die Idee ist ja nicht schlecht, also darüber unterhalten, wenn das, Sie erinnern sich. Wenn das rechtlich möglich ist. Ich erinnere mich an vieles. Wenn die Sache rechtlich möglich ist, man kann eine Zustimmung machen, man kann noch schärfer hinschauen bei dieser ganzen Geschichte. Es sind ein paar Beruhigungstruppen. Ich bin nicht aufgeregt. Und ich denke mal, ich weiß nur, was ich gelesen habe. Wir werden Folgendes machen. Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, der wird sich in der nächsten Woche konstituieren. Dann werden wir Gott sei Dank, weil Sie ja die Koalitionsgespräche angesprochen haben, auch die reguläre Arbeit wieder aufnehmen. Ein ganz wichtiges Thema, weil wir eine komplette Bewertung auch der Versicherungslandschaft kriegen wird, sein die Zukunft der Lebensversicherung. Und da werden wir uns intensiv drum kümmern. In dem Zusammenhang werden wir uns auch die Run-Off-Geschichte angucken. Und ob man dann sagt, jemand, der so einen Run-Off gemacht hat, da muss der Einzelne zustimmen. Ob man sagt, dass man irgendwie noch härtere Maßstäbe anlegt, als die BaFin heute schon anlegt. Ob man dann sagt, hey, darf der überhaupt noch mal neue Lebensversicherungen anbieten, wenn der sich getrennt hat? Das werden wir dann also entsprechend prüfen. Ist auf der Agenda. Vielen Dank für diese Klarstellung. Wir wollen uns hier nicht nur an der Versicherungswirtschaft abarbeiten, sondern auch ein bisschen an der Politik. Und die Politik, ich sage das so allgemein, weil da viele Parteien daran beteiligt waren, die haben sich nach der Meinung vieler Betroffener ein Foul geleistet. Es geht um die Auszahlung von Direktversicherungen. Das sind Versicherungen, die auch propagiert wurden nach dem Motto, guck mal, ist doch toll, dein Chef gibt dir was dazu und du gibst was dazu von deinem Lohn und schon hast du eine zweite Säule für die Altersversicherung. Und dann kommt
der Hammer. Dann nämlich, wenn die Dinge, wie jetzt gerade häufig passiert, ausgezahlt werden, dann heißt es plötzlich, du musst Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Und zwar auf die Summe, die dort ausgezahlt worden ist. Und wenn es ganz blöd läuft, sogar deinen Anteil und den Arbeitgeberanteil. Und das gilt auch für Verträge, die vor dieser Gesetzesänderung abgeschlossen wurden. Das heißt, sie sind im Vertrauen unterwegs, sagen, aha, soll ich machen, mache ich. Und später kommt dann eine kleine Änderung und schwupp, bist du dran mit der Zahlung. Der Fall. Hans-Jürgen Arnold aus Rieken bei Haltern am See hat uns geschrieben. Als meine kleine Kapitalversicherung ausgezahlt wurde, musste ich volle Krankenkassenbeiträge von ca. 16% bezahlen. Das bedeutet, dass alle Zinsen und Zinseszinsen weg waren. Weg. Zins und Zinseszinsen futsch. Ja, ist das der Sinn des Gesetzes? Ich war sehr enttäuscht und schockiert, dass ich Krankenversicherungsbeiträge zahlen muss auf den relativ geringen Betrag der kleinen Lebensversicherung. 15.300 Euro. Diese Summe sollte Herr Arnold ausbezahlt bekommen. Ein kleiner Zusatz fürs Alter. Arnolds Arbeitgeber hatte die Direktversicherung für ihn abgeschlossen. Doch nicht alles durfte er als Rentner behalten. Denn die Politik hatte zwischenzeitlich die Gesetze geändert, zum Nachteil der Versicherten. So musste auch Herr Arnold von seinen 15.300 Euro einiges abgeben, nämlich gut 2.400 Euro. Der Grund? Er musste Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung nachzahlen, und zwar den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberanteil, so will es das Gesetz. Ich gehe davon aus, der Gesetzgeber möchte, dass wir doch vorsorgen. Da kann der Gesetzgeber nicht mit einer Hand das forcieren, das vorgesorgt wird, mit der anderen Hand wieder was wegnehmen. Also da war ich sehr enttäuscht. Wie kann die Politik sowas machen? Soll sich mal in der Lage des Bürgers versetzen? Tun Sie es doch mal, Herr Brinkhaus. Verstehen Sie, dass der Mann stinkesauer ist? Ja, klar verstehe ich das. Also der hat damals einen Vertrag abgeschlossen und hat auch eine bestimmte Kalkulation gehabt, hat auch eine Steuerbegünstigung gekriegt, das muss man fairerweise dazu sagen. Und dann ist, glaube ich, irgendwann Anfang dieses Jahrtausends, könnte ich mir jetzt einen schlanken 2003 war das? 2003 oder könnte ich mir einen schlanken Fuß machen von Rot-Grün, aber da haben meine Vorgänger in der eigenen Fraktion auch zugestimmt. Deswegen habe ich gesagt, die Politik. Die Politik, also insofern ist das, gesagt also auch aufgrund von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, ist ein bisschen kompliziert. Wir haben dann gesagt, wir nehmen da jetzt irgendwo auch einen Krankenversicherungsbeitrag drauf. Die Leute sind sehr ärgerlich. Wir haben versucht, in der letzten Legislaturperiode da eine Bereinigung hinzukriegen. Das ist nicht gelungen. Der Druck aus dieser Community ist groß. Das kann ich verstehen. Das heißt also, wir kriegen sehr, sehr viele Briefe und Mails. Und ich denke mal, dass dieses Thema dann auch in der nächsten Legislaturperiode auf dem Programm stehen wird und dass man gucken muss, ob man da eine Lösung hinkriegt. Wäre das nicht schön, wenn die SPD das noch auf diesen Aufgabenzettel, was unbedingt erledigt werden muss, draufschreiben muss oder diktieren Sie es doch? Ja, ich befürchte, da haben die schon so viel draufstehen, das wird sehr schwierig werden. Sie nicht? Machen Sie sich denn diese Forderung zu eigen? Weil ich finde, es ist ein eklatanter Fall. Da hat jemand auch das Kleingedruckte gelesen, hat eigentlich alles richtig gemacht. Und nach Vertragsabschluss kommt so eine kalte Änderung. Das ist doch etwas, was man das schreiende Ungerechtigkeit bezeichnen muss, was dringend auf den Agendazettel drauf muss, oder? Das würde ich auch als schreiende Ungerechtigkeit empfinden, wenn ich in der Situation wäre. Und ich kenne auch genügend Leute, die in der Situation sind, auch im privaten Bereich. Die Frage ist natürlich immer nur, wie wickelt man das am Ende des Tages kostenmäßig ab, weil es da natürlich um erhebliche Summen geht. Naja, und es wurde ja auch eingeführt, um erhebliche Summen einzunehmen. Das Problem an der ganzen Sache ist die Einführung, die hat dazu geführt, dass das Geld, und das muss man sagen, und das wird den Betroffenen auch nicht nützen, das wird sie wahrscheinlich auch nicht weniger ärgerlich machen, dass das Geld natürlich auch entsprechend ausgegeben wird. Und da muss man auch natürlich gucken, wie man dann die Kostenbelastung, die dadurch entsteht, und das ist durchaus im Milliardenbereich, wie man die dann entsprechend auffängt. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Man müsste dann auch gucken, wie man mit den Steuervorteilen umgeht, die es damals gegeben hat. Also es ist eine sehr komplexe Sache, aber ich will mich da gar nicht rausreden. Es ist für viele Leute ein ganz, ganz großes Ärgernis. Und als Politik sind wir gefordert, daran zu arbeiten. Danke, das nehme ich mal so mit zu den Leuten, vertreten durch Brigitte Büscher. Die Klage hast du oft gehört. Das war jetzt mehr als ein Einzelfall. Ja, das auf jeden Fall. Also diesen Druck aus der Community, den Herr Brinkhaus gerade erwähnt hat, den lesen wir auch schon bei uns im Gästebuch. Was man heute alles Community nennt. Yes, interessant. Of course. Nein, aber ganz ehrlich, also die regen sich da schon sehr drüber auf, dass da doppelt Beiträge bezahlt werden. Ja. Denn vom Bruttolohn damals, auf den die Versicherungsbeiträge ja draufgeschlagen worden sind, haben die ja schon mal diese Sozialversicherungsverträge bezahlt. Also den Ärger kann ich noch mal in Worte packen, und zwar in die Worte von Alina Rosom. Sie hat bei uns im
Gästebuch geschrieben, also hat erst ihre Geschichte erzählt und sagt, jetzt soll ich noch monatlich die Krankenkassenbeiträge 10 Jahre lang bezahlen. Es ist an der Zeit, dass dem deutschen Raubrittertum das Handwerk gelegt wird. Diese sozusagen rückwirkende Eingriffe der Politik, die sorgen für ein Gefühl von Ohnmacht und auch von Wut. Und dazu hat uns eine E-Mail erreicht von unserem Zuschauer Harald Werner. Er schreibt, was sagen wir denn einem jungen Menschen, der noch... Wir müssen der Fairness halber sagen, die haben nicht Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. Das ist, glaube ich, das, was die Regelung auch so kompliziert macht. Krankenkassenbeiträge. Noch komplizierter. Fall für den Faktencheck, würde ich mal sagen. Faktencheck. Ja. Okay. Also jetzt diese wirklich das Gefühl von Ohnmacht und Wut, wenn die Politik rückwirkend da eingreift. Und Harald Werner hat geschrieben, was sagen wir denn einem jungen Menschen, der noch circa 30 Jahre arbeiten muss, was er tun soll, um seine gesetzliche Rente aufzubessern, wenn der Staat danach alles wieder über den Haufen wirft. Es ist eine Großbuchstaben riesengroße Sauerei. Klaus Keller hat geschrieben, auch zum Thema Lebensversicherung. Die Lebensversicherung war nie richtig sinnvoll. Es ist eine Mischung zwischen Geldanlage und Versicherung gegen Todesfall. Eine Vermischung von zwei Produkten geht fast nie gut für den Kunden aus. Vielleicht ist aber nicht alles so wild. Uns erreichen auch Stimmen, die sagen, eigentlich das, was da an Verzinsungen dabei rauskommt, sieht im Schnitt gar nicht so schlecht aus. Und eine Stimme dazu bei Twitter. Bernhard Heidel hat getwittert, absolute Panikmache auf Kosten vieler Zukunftsrentner. Wenn alles so stabil wäre wie die deutschen Lebensversicherungen, wäre die Welt in Ordnung. Auch eine Meinung. Trotzdem herrscht sowas wie Ratlosigkeit. Die Rente reicht irgendwie nicht und die private Vorsorge bringt irgendwie auch nichts. Und Paul Penta schreibt dazu bei Facebook, leider erweisen sich die privaten Säulen der Altersvorsorge. Riester, Lebensversicherung, Rentenversicherung etc. als rechnerische Flops. Verdient haben daran nur Staat und Versicherungswirtschaft. Was bedeutet das? Private Altersvorsorge abschaffen oder vielleicht auch weniger begünstigen und die gesetzliche Rente stärken? Ja, wäre auf jeden Fall wichtig, schreibt Clara Prass bei Facebook. Es ist richtig und gut, von der gesetzlichen Rente leben und sich darauf verlassen zu können. Aber wieso die private Altersvorsorge verbieten, das ist da ja dann wohl Privatsache. Und noch die Meinung von Lars Wallerang, auch bei Facebook. Er schreibt, die private Rente sollte nicht, wie von der Politik herbeigeführt, zum Zwang gemacht werden, weil die gesetzliche demoliert wird, anstatt sie zu stabilisieren. Deutschland ist wirklich reich. Schönes Foto übrigens bei diesem Post. Ja, was soll das ganze Gejammer mit den Auszahlungen? Die sind irgendwie anders ausgefallen. Vielleicht muss man als Verbraucher, als Konsument auch genauer hingucken und vielleicht sich einfach mal ein bisschen durchfuchsen durch die Verträge und durchs Kleingedruckte. Dazu die Meinung von Matthias Erke. Er schreibt, wie blöd muss man eigentlich sein, sich auf Versprechen zu verlassen? Nur die gesetzlich garantierte Leistung ist zu berücksichtigen, wenn es um die Zielzahlen einer Altersvorsorge oder Finanzierung geht. Der Rest ist Markt. Noch ein konstruktiver Vorschlag zum Schluss von unserem Zuschauer Jan Willers bei Twitter. Er schreibt, wann werden endlich in der Schule als Unterrichtsfach die grundlegenden Versicherungen erklärt? Das würde vielen Unklarheiten vorbeugen. Dankeschön. Das wäre dann gleich nach der Sendung mit der Maus. Lebensversicherungen, schwieriges Thema. Über Riester-Rente haben wir eben ganz kurz nur gesprochen. Herr Schneider hat seine vor lauter Wut gekündigt. Viele sagen, sie sind in den Kosten dieser Riester-Renten viel zu teuer. Was aber ist eine Alternative? Ich habe ja versprochen, dass wir auch über Alternativen reden. Gibt es die? Ja, klar, man kann Gold kaufen, wenn man Geld hat. Da lacht der Schneider natürlich wieder. Man kann auch ins Casino gehen, man kann Aktien kaufen. Aber wo ist die Kombination eigentlich zwischen Sicherheit und verantwortungsvoller Geldanlage? Sie gibt es allerdings in Schweden. Schwede müsste man sein. Die Schweden haben bei der staatlich organisierten Prämienrente verschiedene Möglichkeiten. Entweder der Kunde wählt selbst seinen Fonds aus oder er landet im staatlichen Fonds AP7 Sofa. Das ist eine Kombination aus einem Aktienfonds und einem Rentenfonds. Je älter die Leute werden, desto geringer wird das Risiko, und zwar automatisch. 27 staatlich angestellte Mitarbeiter verwalten den riesigen Fonds mit aktuell rund 44 Milliarden Euro Kapital. Jeder dritte Schwede investiert in den staatlichen Fonds und das aus gutem Grund. Denn der AP7 Sofa ist sehr erfolgreich. Die Rentner profitieren in den letzten 10 Jahren von einer hohen Rendite. 15% waren es durchschnittlich pro Jahr. Und das alles bei sehr geringen Kosten von maximal 0,1%. Herr Brinkhaus, der deutsche Staat macht im Moment gigantische
Überschüsse, die Wirtschaft sprudelt. Wäre das nicht eine günstige Gelegenheit, wieder mal von den Skandinaviern zu lernen und zu sagen, das ist etwas, was man empfehlen kann, ohne die Privatwirtschaft reich zu machen? Naja, es gibt ja Gedanken, das nennt sich Deutschlandrente und ähnliche Sachen, dass man Kapitalsammelstellen einrichtet, die unkompliziert sind, die günstig sind, das heißt, wo keine Kosten entstehen, wo keine hohen Vertriebskosten entstehen. Das Thema wird diskutiert. Jetzt ist Deutschland ein bisschen größer als Schweden und wenn man das alles in einem Fonds zusammenbringt, dann wird mir auch so ein bisschen Angst und Bange, weil wenn da nämlich einer einen Fehler macht, dann hat er also die halbe Republik ruiniert. Und deswegen bin ich eigentlich immer ein Freund davon, dass man mehrere kleine Einheiten hat. Und es gibt auch noch eine zweite Sache, wenn man so einen großen staatlichen Fonds hat, und da bin ich als Politiker auch ein bisschen misstrauisch gegenüber meiner eigenen Branche, dann muss man natürlich aufpassen, dass da nicht irgendwann der politische Zugriff drauf erfolgt. Und deswegen wäre es eigentlich am besten, ich sage eigentlich, wenn die Versicherungswirtschaft genau solche Produkte, die unkompliziert, die einfach, die kostenarm sind, wo keine großen Vertriebskosten drauf sind, selber anbieten würde. Und wenn wir mal einfach den Blick in die Zukunft blicken oder nehmen würden, dann wäre das eigentlich die Initiative, die momentan tatsächlich gebraucht wird. Ein transparentes, einfaches, risikoarmes Produkt. Das ist auch nicht so schwer. 27 Angestellte machen da im Schnitt 15% Rendite, 44 Milliarden sind da drin. Ja, was machen die denn besser, diese... Ich muss noch mal gucken, 27 Angestellten als Sie, Herr Schwarz. Ja, der Unterschied zu Schweden ist, das ist gar keine private Altersversorgung, das ist gesetzliche Rente. Ja. In Schweden ist es so, die haben 16% des Beitrags für die Umlage und 2,5% für die kapitalgedeckte Säule in der gesetzlichen Rente selbst. Jeder ist da automatisch drin, aber dafür braucht man natürlich keinen Vertrieb. Während die Versicherer bei Riester zum Beispiel zu jedem Kunden einzeln hingehen müssen, den beraten und überzeugen, jetzt fürs Alter vorzusorgen, ist das natürlich deutlich aufwendiger, als wenn das automatisch der Staat macht. Aber wir müssen uns fragen, kann man diese schwedische Erfahrung übertragen? Ist es deswegen auch schlechter, wenn die ganzen Riester-Vertriebler eingespart werden? Sie müssen wissen, in Schweden ist es mit 18,5% Schluss. Jawohl. Egal wie der demografische Wandel ist, die gesetzliche Rente wird entsprechend gekürzt. Ja. Die werden nicht hochgehen, während wir jetzt schon wissen, dass wir irgendwann 24% Beitragssatz haben. Herr Schwark hat das, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Das ist nämlich in Schweden, worum es da geht, ist in der Tat eine Rente nach dem Umlageprinzip. Und die ist ergänzt durch einen Kapitalstock. Und ich glaube, wir sollten hier mal wieder über das Umlageprinzip sprechen. Wir haben die ganze Zeit über Kapitalanlagen gesprochen, mit all den Risiken. Wir haben eine gesetzliche Rente, die genau andersrum funktioniert, nämlich nicht nach Kapital, die hängt nicht vom Zinsmarkt ab. Hier geht es einfach darum, das ist einfach, ist auch kompliziert genug, es geht darum, was verdienen Erwerbstätige, danach bemisst sich Rente und das ist ein hochstabiles System. Machen wir uns nichts vor. Im Vergleich zu allen kapitalorientierten Anlageformen. Frau Kohler hat zu Recht gesagt, diese Rente ist auch konkurrenzfähig mittlerweile. Wenn Sie heute reingehen und sich freiwillig in eine Rente versichern, eine gesetzliche Rente, dann arbeiten die mit einer Rendite zwischen 2-3%. Damit können die jede im Moment Kapitallebensversicherung können die mithalten, wenn nicht sogar besser. Das muss man einfach sehen. Das Risiko, dass Sie gar kein Kapital anlegen, Herr Schneider. Ich will nicht alles schön machen. Das Risiko bei der Rente ist ganz einfach, dass sie von der Politik abhängig ist. Und deshalb wünsche ich mir natürlich, dass wir, wie Sie ja eingangs sagten, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung auch wirklich wieder stark machen, dass wir das Rentenniveau anheben, dass wir aufhören, Geld zu verpulvern, ich sag so, durch Förderung von Riester-Renten. Da muss ich mich auch korrigieren, ich wurde vorhin zitiert, ich will die Altersversicherung, die private abschaffen, Vorsorge um Himmels Willen. Ich will die Förderung, und das wollen wir als Verband, die Förderung der privaten Vorsorge, die wollen wir beenden und wollen sagen, nehmt dieses Geld, stärkt damit die gesetzliche Rentenversicherung. Man ist doch mittlerweile auch, man schaut doch neidvoll, dass wir so gut durch die Krisen gekommen sind mit der Rente. Die amerikanischen Rentenfonds, die jammern, da ist das Geld weg, ist vernichtet. Unsere Rentnerinnen und Rentner können sagen, wir haben wenigstens was. Und wenn wir eine Rentenpolitik hätten, wo auch tatsächlich das Niveau angehoben wird, dann würden die sogar sagen, wir kommen da mit dem Alter zurecht. Und das ist das, was, glaube ich, wir politisch denken müssen und nicht nur immer über private. Wir haben kein einziges Mal den Begriff Demografie erwähnt. Der demografische Wollen Sie dazu Wandel, kleine der demografische Wandel ist doch die Hauptursache, warum wir die Rentenreform überhaupt gesehen haben. Nein, das stimmt natürlich gar nicht. Die Demografie wird vorgeschoben, um die Rente kaputt zu reden. Wir haben natürlich ein mathematisches Problem, wenn wir mehr Leute haben, die Rente beziehen, als die dafür aufkommen müssen. Aber wir wissen auch, diese wenigen, die dafür aufkommen müssen, werden im Durchschnitt reicher und reicher. Sie hätten die finanziellen Möglichkeiten. Es ist kein demografisches, es ist ein Verteilungs. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon verteilt. Ist sicher, Sie haben das Loblied auf die gesetzliche Rente gerade gesungen. Ich weiß, dass Herr Blüm diese Sendung oft guckt. Statt einer Schlussrunde Einsatz an Herrn Blüm. Da ist eine Kamera. Was sagen Sie?
Wenn wir eine konsequente solidarische Rentenpolitik hätte, wäre die Rente auch heute noch sicher. Herr Enger, ein Satz an Herrn Blüm. Ich denke, Fakt ist, dass wir mit einem Weiter-so nicht überleben werden, sondern wir werden uns überlegen müssen, und zwar alle gemeinsam an einem Tisch, wie soll die Zukunft aussehen. Frau Kohl, vielleicht direkt an Herrn Blüm. Ja, die Rente ist sicher und gut, wenn wir auch auf Sachwerte setzen, die ihren Wert über alle Krisen hinweg behalten werden. Das sind Aktien, Immobilien, Gold. Zusätzlich zur gesetzlichen Rente. So was zusätzlich anzulegen. Wenn was da ist. Ein Wort an Herrn Blüm. Gesetzliche Rente ist gut, ist die starke Säule. Wir brauchen daneben die betriebliche und die private Altersvorsorge. Und da müssen wir daran arbeiten, dass das an einigen Stellen noch besser wird. Herr Schwag. Wer seinen Lebensstandard im Alter halten will, der muss privat zusätzlich vorsorgen. Neben der gesetzlichen Rente, die weiterhin erste und wichtigste Säule bleiben wird. Dankeschön für diese Schlussrunde. Danke auch Frau Becker-Eiselen für ihre Einordnungen. Und wir gehen zu den Tagesthemen. Und dort ist Karin Mioska und wird uns sagen, was sie und uns heute beschäftigt.